Willkommen zurück zu Let's Play. Machst du wohl mit? Willkommen. Willkommen zurück, ja, zurück beim Dschungel. Im Dschungel. Willkommen zurück im Dschungel. Toni, bist du wieder mit deinen schwitzenden Füßen hier über den Boden gerutscht? Hier wachsen schon wieder Pilze. Entschuldigung, mit Fußpilz. Kannst behalten. Musst die Pilze von den Füßen abkratzen, oder? Ja. Alles klar. Hat der sonst noch schon Essen hier? Im letzten Part habe ich alles verloren. Ja, das Spiel ist, ich habe gar nichts mehr dabei. Ich habe zwei zerdrückte leere Dosen. Das Spiel ist irgendwie komisch. Erst geht's bergauf, dann wieder bergab, bergauf, bergab. Das ist wie im wahren Leben. Yay! Im wahren Leben sterbe ich nicht die ganze Zeit. Ja, gut, okay. Stimmt doch wieder. Ich laufe jetzt hier mal irgendwo ein bisschen rum und hoffe, dass ich Zivilisation finde. Ne, hier findest du nichts. Ich guck mal auf die Map, wo wir hin müssen. Naja, Zivilisation habe ich gefunden. Nur feindselige Zivilisation. Das stellt sich neben mir und singt da sein Lied. Wo sind wir denn? Sind wir bei C1? Nee. Wir sind bei irgendwelchen Zelten. Hier unten, glaube ich. Ah, hier vor dem Sumpf. So, da gibt's ein Kletterhaken-Symbol. Da hinten ist ein Kletterhaken-Symbol. Dein bester Freund ist da. Mein bester Freund. Das ist wer? Günther? Nee, wie heißt er? Fridolin? Was, Günther ist hier? Das finde ich hier gar nicht so toll. Ja, apropos Günther, der hat gefragt, ob er mitmachen darf. Ich glaube mal eher nicht, wir haben das Spiel ja schon beinahe durch. Genau. Und denk mir mal, glaub mir mal, wenn wir das Ding durch haben, dann fliegt das so weit in die Tonne, dann kommt nicht mehr raus. Dann schmeiß ich erstmal das Steam-Bibliothek. Jetzt frisst er sich hier die Pilze vom Stamm. Ja. Ich nehme die Orangen hier vom Strauch, weißt du? Ach so. So, jetzt nochmal auf die Karte gucken. Pilze hast du ja immerhin immer dabei. Wir haben jetzt eine neue Karte. Wir haben zwei Karten. Wir haben drei Karten. Drei Karten haben wir. Wir haben jetzt mittlerweile schon drei. Ah, okay. Jetzt habe ich gar keinen Überblick mehr. Ich auch nicht. So, da bei den Zelten sind wir. Also wollen wir mal zu A1. A1 ist hier noch Mitte. Da rechts. Welche Karte guckst du? Auf die dritte. Okay, A1. Wer ich für? Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich bin gleich ohnmächtig. Und mein Balken unten links ist weg. Ja, dann ins Zelt schlafen. Na, ich habe ein Dach über dem Kopf. Oder ich habe Blätter über dem Kopf. Hast du gerade auf mich getreten? So, darfst du mal richtig schlafen gehen drinnen oder wie? Nö. Arbeit geht vor. Es ist diese Insel dort. Nee, das ist eine kleine. Die dort ganz hinten. Na, das wird ja ein Spaß. Sowas geht im echten Leben. Wusstest du noch nicht, oder? Ja. Doch, weiß ich. Kenn ich. Achso. Also, kenn ich nicht, aber. Schon mal ausprobiert. Nein, sicher nicht. Auch, warum? Nein! Ich war doch über Wasser. Was bist du? Dürfen wir nicht so weit? Vielleicht war das auch die Grenze der Map. Und wir sind in die falsche Richtung geschwommen. Das ist gar nicht die Insel. Ich hab keine Ahnung. Das merkt man. Warum Gott sei Dank? Bin ich nicht so alleine mit meiner Ahnungslosigkeit. Ach so. Vielleicht wird diese kleine Insel. Ich gehe jetzt mal auf.
Die, ich gehe jetzt mal auf die Insel hier und gucken. Ich gehe auf die hier. Okay, das dort hinten ist auch viel zu weit weg. Da sind wir, haben wir versucht hinzuschwimmen. Ich schwimme jetzt mal zu dieser Insel. Mir wird doch gleich so in den Arsch gebissen. Ja, ich sag's doch, ich sag's doch. Grenze. Was hast du denn jetzt gefunden? Ah, hier können wir wieder Drogen nehmen. Natürlich findest du sowas. Ja. Dann komm ich mal zu dir. Die Insel war richtig. Ich habe ja mit Piranhas gekämpft. Ich habe verloren. Ja, das wundert mich nicht. Warum denn das? Ich bin auch ein guter Kämpfer. Ich habe auch gegen Baum gekämpft. Der Baum hat gewonnen. Ja. So, jetzt muss ich mir aber erstmal wieder nach. Stell dir mal vor, gleich hören wir so ein Flugzeug. Sehen wir, wie so ein Flugzeug ganz tief unter uns fliegt in Richtung Landebahn. Und wir schreien einfach nur so rum: Wartet auf uns, wir sind gleich bei der Landebahn. Das wäre natürlich scheiße mies, ja. Ist das gerade ein Spiel oder ist es bei mir? Also ich habe schon die Zutaten dafür. Ne, ja gut, außer eins. Sollte jedoch in der Nähe Psychotria geben. Ah, hier ist die Verbandpflanze. Da ist doch eine, kannst du ja abhacken. Ich muss mir erstmal eine Axt bauen hier. Ich suche Steine. Hier, bei mir. Nee, die hast du angefasst. Alter! Ah, ich habe ein totes Tier gefunden. Ich mache eine Knochenaxt. Also ich bin kein Psychotrier. Gibt es hier nicht. Von wegen, bei dir gibt es keine Steine. Ich habe gesagt, da gibt's Steine. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Hier sind keine. Ich war doch gerade da. Da. Geh doch mal ein Stück hier weiter. Hier. Nee, ich bin ja schon hier. Ich vertraue dir nicht mehr. Weißt du. Nee, dann echt. Ja, das ist schlecht. Ja. Ich brauche nur ein. Ich brauche jetzt einen kleinen Stein. Was hast du mit den Steinen gemacht? Ich hab die im Inventar. Mhm. Aber wirklich alle hier, die es auf der Map gibt? Wer ist nochmal Psycho? Ne, das ist kein Psycho. Hier sind keine Steine. Ach, wir müssen ja. Dass wir dann Lagerfeuer hier drunter setzen. Oh. Sag mal, isst du die ganze Zeit? Ich esse doch nix. Hier ist. Ja, okay. Das hat. Ja, stimmt. Hallo, Tagebuch. Ich esse doch nix. Feuer. Hallo, Feuer. Ach, hier. Ah, Feuer. Nee, doch nicht. Das ist kein Stein, das ist ein Baum. Moment, unter Wasser hatte ich doch vorhin einen Stein gefunden. Glaube ich. Aha. Da sehe ich doch was. Das ist nicht das, was ich suche. So. Ist das hier ein Stein? Ja, das ist, natürlich ist es ein Stein und der ist im Boden. Kleines Feuer hergestellt. Bringt uns nichts, solange ich keine Axt habe. Oder du nicht hier bist.
Wir brauchen noch so eine komische Schlingpflanze, wa? Ja, die habe ich immer mit da. Ach, die hast du schon. Aber ich auch. Ist ja wunderbar. Bringt uns aber trotzdem nichts. Ah! Ich bin schon wieder vergiftet. Gut, hier sind keine Steine mehr. Hier ist nichts. Gott, du hast wirklich jeden Stein im Inventar. Hier ist nochmal Psychotria. Wie sieht denn das? Sieht aus wie Bären am Busch. Ah, ich habe einen Stein, endlich. Ich komme mit Psychotria zurück, alles gut. Kannst dich da ausruhen, kannst dich in den Dreck setzen. Hallo, ich habe Feuer gebaut. Wunderbar. Ja, sehe ich auch so. Du hast deine Aufgabe erfüllt. Jetzt kannst du dich in der Ecke setzen und vergammeln. Cool, ich kann schimmeln, yay! Oder damit weitermachen. Mit was? Mit weiterschimmeln? Ja. Angefangen hast du schon. Wolf! So, jetzt muss ich diese Insel wiederfinden und dann mache ich Drogen. Dann kann ich ja Feuer anzünden schon mal, wa? Ja, du könntest Feuer anzünden. Meiner gähnt, der will im Wasser schlafen. Oh oh, da nicht hinten, gut. Da hinten taucht der Name auf. Gar nicht gut. Wird doch das Feuer, also. Was macht das los? Was machst du da? Ich habe Maden gegessen. Ist doch lecker. Machst du ein Feuer an? Ja. Warum stellst du dich jetzt in den Stein rein? Der guckt nur durch deinen Kopf, deine Arme und deine Beine raus. Und ein Stück von deinen Schultern. Macht Spaß? Ja. So, dann hau mal rein hier die Brühe. Geht nicht. Ah, jetzt. Ist in Verwendung. Jetzt hineinstecken. Ich steck mein Ding da hinein. Steck die Dinger da hinein. Hau rein den Humpen. Ich bin der Suppenmeister hier. Ich hab da noch Knochen reingepackt. Und Popel. Das soll doch schmecken. Hihihihihi. Wo lachst du denn schon mal? Rechts. Ah, okay, hallo. Whee. Oh, Schlangen. Alter. Jung. Ich dreh das Kind. Ich kick das Kind um, wenn ich das krieg. So viele tote Vögel hier. Ja, der ist über die Rübe gelatscht. Der tot gibt. Ne? Mach Tor auf. Ich schlag's auf. Auf hier. Warum hui? Fällst du? Nein, ich bin am weißen Licht. Achso, ich auch. How am I supposed to live my life? When time is running out, how the fuck do I just can't. Oh, ich kann Fernsehen gucken. I can't do this anymore. I wake up. Ich bin so verschwommen jetzt. Nein. Every day, ach, was ist das denn für ein Wort? Knowing there's no future for us. Der Extraordinary Discovery of Jake Higgins. The pain? I want to end it and just
Ich gehe ja durch Tür hin und her. I can't blame you for the decisions you made. You chose me, not knowing the cost. Would you do it again? Or was the price of healing me too high? Oh, die Tür ist auf. What price? What did we... What did I do? Tell me, please. Du noch da? Was muss ich im... Ah, okay. Nee. Wie jetzt? Das hilft mir auch nicht weiter. Oh, das hilft mir doch weiter. Zum Glück lese ich das nicht alles vor. Viel zu viel. Wir können Pause machen, da könnt ihr es selber lösen. Shutting down airports, seaports, and now this? Ein Bagger? Ist das ein Bagger? Was ist ein Bagger? Das ist ein Bagger. Die wollen hier den Dschungel abholzen. Du bist hier auch? Ich bin auch schon hier. Wie ist denn das geschafft? Warst du das gerade? Nee, warst du nicht. Ich fühle mich durchlöchert. Ja, bisschen. Solange ich nicht neben dir aufwach. Nur Arschgesicht. Nee, Spaß, ich will ja unbedingt neben dir aufwachen. Ach, ist das dein Grab? Kann ich das noch extra zuschütten? Und ein paar Steine auf? Ja, in die Fresse. Boah, Alter, was hier los? Das ist eine Stadt, oder? Alles Tote hier. Also. Ist es wieder nicht. Oh, ja toll, jetzt rutsche ich runter. Auf anderen Spieler warten. Ja, sorry, ich bin halt schon ein bisschen älter. Ja, nee, ist klar. Finde einen Weg, ein Heilmittel herzustellen. Haben wir geschafft. Gegen was? Ey, ich hab die Wurfhakenpistole. Wirklich? Wo? Ah, das lag da. Das hier? Nee, das ist doch gerecht. So, wo war jetzt die Stelle nochmal? Frag ich mich auch. Also, wir sind ja jetzt hier in der Mitte bei dem... Bei dem Steinsymbol da, ne? Ja. Einfach rüber und da ist ein Haken-Symbol. Nach links. Also. Jetzt hier nach links. Ja. Ja, da vor oben ist es auch, glaube ich, schon. Erstaunlich, ich habe volle Leben. Ja, und volle Ausdauer. Was? Ah, da oben ist es. Wie lange? Nicht allzu lange. Ey. Ja, ich höre schon Kroko. Das war ich. Ich habe Hunger. Ah, okay. Nimm Toni. Ich bin weg. Ja, beeil dich mal. Aha. Und weiter geht's.
Weil der Klettermaxi hier, der Junge, Junge, Junge. So, kommst du oder kommst du? Ja, ich komm noch. Ja, alles klar. Wie gesagt, ich bin schon ein bisschen älter. Jojo. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen jünger. Ich kann halt noch nicht so gut wie du. So, warte mal, jetzt sind wir hier hochgeklettert. Haben wir jetzt noch einen neuen? Haben wir jetzt noch einen? Nee, haben wir nicht. Ist BH. Ja. Oder? Hier wird sich schon was finden. Ist ja ein neues Gebiet. Da unten ist irgendwas. Ah, sind Pflanzen. Hier geht's irgendwo runter. Ob wir dort runter sollen? Ja. Wir sind doch aber gerade hoch. Warum sollen wir schon wieder runter? Na, irgendwo anders sind wir ja anscheinend. Da geht's doch so schneller. Ganz ehrlich. Was ist? Mann! Nee, alles gut. Nee, was war denn gerade? Klettert er runter, ist unten angekommen und schreit den Baum an. Mein Sohnemann hat mich gerade erschreckt. Ach so. Alter. Am Montag ist er da. Heute ist der Feiertag. Guck mal, wo wir sind. Also schon wieder. Erinnerst du dich? Toni? Erinnerst du dich? Ey, das ist doch unser Anfangszelt. Ja. Ich schläge mal schlafen. Könnten wir ja auch hier gleich speichern, wenn es hier was zum Speichern gibt. Gibt es hier einen Kalender? Wieso, wie lange haben wir denn schon? Naja, wir sind gleich bei 23. Also, sieht nicht danach aus. Hast du keinen Kalender dabei? Wie soll ich mir den jetzt noch herleiern? Aus der Tasche? Moment mal. Komm mal aus dem Boot. Komm mal aus dem Zelt. Ich wollte gerade danach noch Schiff sagen. Komm mal aus dem Zelt. Wir müssen doch jetzt hier einfach nur geradeaus lang und da kommen wir zu unserem Boot, womit wir hergerudert sind. Also wir sind nicht gerudert, womit wir hergefahren sind. Komm mal hoch hier. Glaubst du, wir können das Spiel jetzt schon abschließen? Ja, los, komm, geh mal gucken. Pass auf, das ist eine Schlange. Ich stirb nicht auf den letzten Metern. Ich sehe hier kein Boot. Hast du das nicht festgebunden? Wieso ich? Das war mir. Mir doch egal. Irgendwann muss er hier die Schuld kriegen und mir ist nicht da. Dafür kann ich doch nicht. Ich mach echt nicht. Ey, wer hat mir gerade einen Stock hinterher geworfen? Keine Ahnung. Und wer schmeißt mir eine Kokosnuss entgegen? Ich? Dann bin ich auch ganz ehrlich. Würde ich auch mal wieder tun. Ja. Da, so kennt man. So, geht einfach mal hier lang. Du bist wahrscheinlich gar nicht mehr hinter mir, oder? Nö. Ich weiß nicht, ich bin hier über so einen Baumstamm drüber und dann... Ich hab eine Eisenader. Ah, da bist du doch. Wofür sind... Kann ich die Sache mit der... Wir haben sowas noch nie abgebaut. Hau du mal den rechts gegen. Oh ne, ich mach mal eine Spitzhack. Ne, ich schaff das mit der Axt. Ich bin krass, ich schaff das mit der Axt. Siehste? Eisenerz. Ah ja, hab ich schön doch gesagt. Rausgekratzt auf die Ritze. Ja, natürlich. So, wo sind wir? Einen neuen Ort entdeckt. Ja, wo auf der Karte? Das wüsste ich gerne. Da ist the Village. Irgendwas hat er gesagt. Warte mal, hier ist die Höhle. Da, wir sind unten bei der Höhle. Wir sind gleich bei diesem komischen Dreizack-Symbol. Ja, hier unten ist ein Dorf. Wollen wir Hallo sagen? Da kriegen wir auf die Fresse, da kriegen wir auf die Fresse. Aber da ist niemand. Aber Mia müsste auch noch hier irgendwo sein, oder? Nee. Ich glaub nicht. Gerade eben in dem Trugen war... Hallo, willkommen, also nee, nicht willkommen, aber das ist jetzt das Ende vom Part.
Ich habe es nicht am Anfang des Parts reingesetzt, sondern am Ende. Ihr habt mit Sicherheit Tonys Stimme zwischendurch so roboterartig gehört. Ich weiß nicht, was da los war. Im Discord war das nicht. Das war nur in der Aufnahme. Ich bin gerade dabei, das zu schneiden und dann merke ich das. Die Aufnahme, eigentlich ging es danach noch ein bisschen weiter. Wir haben danach zwar nichts von Bedeutung mehr gemacht, aber trotzdem sind wir da noch gute 5 Minuten weiter gelaufen. Und haben dann eine neue Ayahuasca-Schale gefunden. Aufnahme ist einfach abgebrochen. Warum auch immer. Irgendwie macht das Green Hell, ist auch das einzigste Let's Play von mir, was irgendwie, wo die Aufnahmen nur Probleme machen. Irgendein Fluch hat Green Hell auf sich, dass die Aufnahmen nicht gut werden. Ja, ich hoffe mal, dass es in der nächsten Aufnahme nicht so ist, dass der einfach mittendrin abbricht. Oder, na gut, das mit Stimmen ist ja nicht so störend. Kann man sich ja trotzdem noch angucken. Aber wenn das weiterhin so abbricht, dann habt ihr ja nichts davon. Dann haben Toni und ich gespielt und ihr habt einfach nur ein bisschen was von der Aufnahme, aber nicht das Ganze. Also wenn das noch ein paar Mal, wenn das jetzt noch mal so passieren sollte, wenn es was Bedeutendes abgeschnitten wird, dann, weil das ist jetzt auch natürlich wirklich schade, weil wir sind schon relativ vorm Ende, dann werden wir das Let's Play wahrscheinlich leider abbrechen müssen. Ich hoffe mal nicht, dass es so weit kommt. Ja, einfach hoffen. Gut, dann würde ich jetzt nur sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.